Wie ist es, in völliger Dunkelheit zu leben? Über die Straße zu gehen, ohne den Verkehr vor Augen zu haben? Blind einkaufen zu gehen? Seine Mitmenschen nicht zu sehen und seine Umwelt nur mit 4 Sinnen wahrzunehmen? Ein Besuch an der LVR Severin-Schule in Köln verschafft uns einen kleinen Einblick in das Leben von sehbehinderten und blinden Kindern. Hier begleiten wir die stellvertretende Leiterin, Frau Bettina Elsner, in den Unterricht einer Vorschulklasse. Die LVR Severin-Schule, Förderschwerpunkt Sehen, ist eine Förderschule, an der blinde und sehbehinderte Kinder gemeinsam unterrichtet werden. Und sie sind heute zu Gast in der Vorschule gewesen. Blind ist man ab weniger als 2% Sehkraft. Sehbehindert ist man, wenn man weniger als 30% Sehkraft hat oder eine Krankheit hat, die sich verschlechtert. Die sehbehinderten Kinder lernen bei uns in der Schule normale Schwarzschrift, die entsprechend vergrößert wird, sowie ihre Bedürfnislage das erfordert. Und wir haben dann unterschiedliche Hilfsmittel. Das einfachste Hilfsmittel ist eine einfache Leselupe oder eben hinterher ein Fernsehlesegerät. Für die Ferne kann man auch kleine Monokulare nehmen. Das sind eben einfache Fernrohre, so wie ein Sehrohr, muss man sich das vorstellen. Nur viel, viel kleiner. Die blinden Kinder lernen anhand der Brailleschrift lesen, schreiben und rechnen. Das geht über ein 6-Punkt-System. Das ist vor 2 Jahrhunderten von Louis Braille erfunden worden. Ursprünglich als eine Art Geheimschrift fürs Militär wird es heute weltweit dazu genutzt, dass Blinde schreiben lernen. Es gibt unterschiedliche Schriftformen. Es gibt eine spezielle Schrift fürs Englische, es gibt eine spezielle Mathematikschrift, Musikschrift. Und die dann hinterher auch immer weiter verkürzt wird, um den Prozess des Schreibens ganz kurz zu machen. Der Blinde liest es natürlich dann in der Tat auch mit den Fingern. Er erreicht eine wahnsinnige Lesegeschwindigkeit, die vergleichbar ist mit dem Sehenden, auch wenn er Schwarzschrift liest. Jedes blinde Kind hat eine persönliche Note oder eine persönliche Strategie entwickelt, wie es sich zurechtfindet. Es gibt Kinder, die einfach die Hände vor sich strecken. Es gibt Kinder, die später dann in den Blindenstock nutzen. Es gibt aber auch Kinder, die einfach schnalzen, wie man das bei Jason sehr schön sieht. Und es ist wirklich davon auszugehen, dass er damit Schallwellen aussendet und die Gegenstände reflektieren und er da einfach dann weiß, da ist was und es geht nicht weiter an der Stelle. Also ich möchte heute in den Supermarkt gehen und mal testen, wie es ist, blind zu sein und letztendlich dann Produkte zu suchen, die man natürlich normal so sieht, aber wenn man blind ist, halt nicht sieht. Also ich bin jetzt im Laden angekommen und werde versuchen, an Tomaten ranzukommen und werde mich noch langsam vorantasten und hoffe sicherlich, dass mir vielleicht jemand helfen kann. Entschuldigung. Ich kann leider nicht sehen. Ich suche Tomaten. Können Sie mir vielleicht helfen? Ja, kennst du. Und mir die zeigen? Kurz mit? Ich zeige Ihnen kurz. Ja. So, dann sind wir hier bei den Tomaten. Ja. Einmal trocknen. Ja, kann ich die mal? Ja, bitte. Ja. Freundlicher Mitarbeiter von eben hat mich zum Rollband gebracht und ich bin jetzt in der oberen Etage angekommen. Habe mich dann durchgefragt bis zur Drogerieabteilung und zur Zahnpastaabteilung, also zum Zahnpastabereich. Und ich suche einfach meine Zahnpasta, die ich immer benutze. Und ich stehe jetzt ehrlich gesagt vor diesem riesen Wust an Zahnpastasorten und ich habe keine Chance, wenn ich blind bin, ohne fremde Hilfe. Also ich stehe gerade an der Ampel und das ist eine Ampel für Blinde. Die hat ein Tonsignal und hier kann ich auch so ein Zeichen erfüllen, das hat eine leichte aufgeraute Oberfläche. Und wenn ich halt wissen möchte, ob es grün ist, dann drücke ich hier unten so einen Knopf rein. Und dann weiß die Ampel, okay, ich brauche eine Information. Und ja, wenn es dann gleich grün ist, dann kommt ein Tonsignal und das vibriert hier unten.